Wir sind in der Stadt, wieder auf der Stadt in Katalonien. Und vor uns haben wir die Menschenkampf von Mannschaft. Das ist jetzt ein Schüler. Und die bauen hier einen Vierer, der über eine Säule abgebaut wird. Das können wir sehen, weil es hier schon vom Anfang eine fünfte Person da in der Mitte gibt. Aber vor dem, dass man die Säule baut, muss man die Hauptkonstruktion hier krönen. Das fehlen jetzt nur zwei Ebenen. Die zwei kleinste Kinder. Werden. Die klettern da und gleichzeitig sehen wir, dass wir schon drei Personen in der Säule haben. Hier ganz bald wird man die Hauptkonstruktion krönen. Das passiert. Da. Und jetzt nimmt zweite Person vom oben, das zweite Kind vom oben, gerechnet die spitze Position auf der Säule. Das machen sie da. Man hat hier ja also die erste Phase gekrönt. Aber dies Menschenturm gilt nicht als völlig gekrönt, vor dem die Säule sich selbst haltet. Und das haben wir da. Wir haben schon eine Säule, die ganz selbst steht. Das ist eine Säule von 5 Ebenen. Kann ich das ehrlich sagen, dass diese Position einer meiner Favoritenpositionen ist? Mir gefällt wirklich diese Dynamik, dass man zuerst ein großes Turm hat und danach eine Säule. Katalanisch sagen wir, das ist ein Vierer von 7 mit Agulha und 4 de Set am Lagulha und 4 de Set am Pilar. Das heißt, ein 4 von 7 mit einer Säule. Und das haben hier die Kassierte St. Kugat gemacht. Danke, Herr Palais, Kolonien 2000.